Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Paket. Es geht um ein Trash-Paket mit der lieben Melina. Sie hatte mich angeschrieben, weil ich gerne ein Trash-Paket machen wollte. Das ist jetzt mein zweites. Heute ist Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch. Heute habe ich die zwei Pakete rausgeschickt. Heute habe ich eins bekommen. Ist das schon ein guter Durchschnitt? Und wir packen zusammen aus. Ich bin auch ganz froh, dass nicht alles auf einmal kommt, um ehrlich zu sein, sondern so peu à peu. Man kann sich dann so ein bisschen besser. Wir hatten, glaube ich, unsere Tauschvoraussetzungen waren 30 Dinge. 30. Ich lese nochmal und schreibe euch das dahin. So, auf jeden Fall habe ich jetzt mal Lipgloss getragen, habe meinem Sohn Futter gegeben. Und jetzt können wir das Trash-Päckchen aufmachen. Genau, Augenbrauenrasierer, was heißt das? Ach, Mami, ich bin heute unheimlich gelb. Und wisst ihr warum? Das liegt an Blau. Blau macht meine Kamera gelb. Bei mir fällt generell immer gerne was runter. Seht ihr, wie ungelb ich werde? Das ist wahnsinnig, gell? Blau, das hatte ich auch bei einem YouTuber mal angeguckt gehabt. Der wurde auch immer so gelb. Die Kamera spinnt da. Auf jeden Fall habe ich mit der Süßen getauscht. Wir haben, glaube ich, 30 Artikel ausgemacht. Davon sind ja immer 10% Nagellack. Ich habe hier 3 Nagellacke eingepackt. Hey, lieben Dank, dass du mit mir trashen wolltest. Hoffentlich ist was für dich dabei. Liebe Grüße, Jana. Liebe Jana, also Melina ist ihr zweiter Name wahrscheinlich. Ich freue mich unheimlich. Ich finde beide Namen cool. Und ich freue mich natürlich, auch wenn da nur, sag ich mal, 10% dabei ist, was mir gefällt, umso besser ist es. Und weil es geht nicht darum, ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr eingepackt, weil für mich ist das wichtig, dass ich weniger bekomme. Also ich finde Trash toll und sowas, aber ich bin ganz froh, wenn meine Sammlung ein bisschen minimalistischer wird. Was heißt minimalistisch? Das ist das falsche Wort in meiner Sammlung. Aber nur noch so Schätze befinden, die ich wirklich gerne mag. Wisst ihr, ich greife dazu und weiß, dass es funktioniert. Und so hätte ich es gerne. Deswegen teste ich gerade alles Mögliche aus. Ich bin gerade überall am Aussortieren, Ausmisten. Ich habe gestern 2 schwarze Säcke rausgeschmissen, weil mich mein Leben ankotzt deswegen. Wenn man so viel hat und denkt, oh ja, das ziehe ich irgendwann mal an. Nein, wenn du das schon 3 Jahre davor nicht angehabt hast, dann ziehst du das die nächsten 10 Jahre raus. Ja, auf jeden Fall total süß. 40 Maracuja-Tee, da bin ich super gespannt. Meine Tochter trinkt sicherlich auch gerne mit mir mit. Ist von Rossmann, kann ich sicherlich nachkaufen. Kaltaufguss, ah cool, dann teste ich das auf jeden Fall mal, weil für den Sommer wäre es sicherlich. Ja, und ist ja klar, dass Mami vorgeht. Mami fliegt morgen in den Urlaub. Oh, süß, das habe ich auch in dreifacher Ausführung. Das wird auf jeden Fall behalten. Also alles, was behalte vom Treschen, habe ich jetzt da rein. Also klar, die Pflege habe ich komplett behalten, bis auf eine Maske. Glaube ich, da habe ich es schon rausgeschickt, aber das ist jetzt das Dekorative. Meine Tochter hat auch einiges und das möchte ich ausprobieren. Bei der hier weiß ich eigentlich, dass ich sie nicht so gern mochte, weil da so Glitzerpartikel drin sind, aber ich wollte ihr noch mal eine Chance geben. Vielleicht sind da ja keine. Nee, da ist nur Schimmer. Also die werde ich nochmal austesten, ne? Das war das Trash-Paket von der Emine und Bethül, von den zwei Hübschen. Und ja, wie gesagt, ihr dürft mir da nicht böse sein, wenn ich mit euch trashe. Und es ist halt eben nicht so viel dabei und ich bin froh. Ich bin wirklich froh. Ja, ich bin froh. Super leckeres Zeug für mich und meine Naschkatzereien. Naschkatzereien, war das richtig? Cool, kenne ich gar nicht. Tint and Shock. Hier sind so Lippenstifte, oder? Ja, Lippentint. Was ist? Die sehen cool aus. Ich werde mal eine Farbe ausprobieren. Schaut mal. Ich hoffe, das ist, wie ich gesehen habe. Das kenne ich nicht. Wo hast du die Dinger her? War das mal eine LE oder gibt es das nur bei Essence Online? Da werde ich mal eine Farbe austesten und vermutlich das hier. Das Lachsfarbene, also irgendwie will der Zeug nicht fokussieren, ne? Das Lachsfarbene und der Rest, ja, mal gucken. Also eins, wenn ich behalte, bin ich froh. Wenn nicht, dann, ja, Liquid Lipstick. Ich fand sie nicht schlecht. Ich habe unheimlich viele Liquid Lipsticks. Der geht weiter.
Und wahrscheinlich, ja. Ich behalte den hier und zwei dürfen weiterziehen, irgendwo hin. Dann ist hier noch was Schweres drin. Das sind, also, jetzt machst du hier, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Lip Paint und Lip Paint, das sind ja so Liquid Lipsticks. Da bin ich mir nicht so sicher, die sind cool. Und ja, ich bin gespannt, weil manchmal nutze ich diese auch als Eyeliner. Ich stelle sie jetzt mal auf den Haufen, dass ich sie nicht nehme. Eventuell nehme ich sie doch. Ihr kennt mich. Dann ist hier eine Nagellackfarbe dabei in so ein Kupfer. Habe ich sowas? Bestimmt nicht. So Kupfer habe ich nicht. Ich habe Roségold. Ah, da ist auch die Firma. Die habe ich übersehen. Sag mal, was ist denn mit meiner Kamera hier los? Ich will heute gar nichts fokussieren. Da. Und jetzt fokussiere mein Face. Ja, ich werde mal testen. Wenn nicht, geht es auch weiter. Also bloß nicht böse sein. Hast du super eingepackt. Oh, Sinse Peel-Off Polish. Sehr interessant. Ich muss sagen, ich bin von diesen Peel-Off-Dingern. Ich klatsche meine Kamera gleich da. Es ist eine coole Farbe. Ich bin nicht so begeistert. Ich habe keine Peel-Off. Keine Peel-Off-Nagellacke mehr, bis auf gar keinen mehr. Ich habe alle aussortiert, ich benutze nur noch normale. Ich werde den testen, wenn da natürlich nichts ist. Geht da weiter. Ich habe hier schon so mein Eckchen für Nagellacke, die ich testen möchte. Ich muss mir immer irgendwelche Eckchen machen. Und wenn sie schaffen, landen sie da drin. Dann ist hier noch ein Nagellack dabei, der ist tatsächlich cool. Das ist Manhattan. Ich habe den roten von Manhattan auch im Trash-Paket mal gehabt. Ich habe sonst gar keinen von Manhattan. Einen hatte ich mal, das war so ein Lachsfarbener, den mochte ich nicht. Der hat mich genervt, der ging arschschnell ab, hat ewig getrocknet, aber die sind richtig cool. Und ihr seht vielleicht, es ist so ein lila, ist das dieses Moscow Night? Ich glaube, das hat die Melloflori damals leer gemacht. Kann das sein? Diese Farbe, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall interessant. Bleibt auf jeden Fall. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob das zu meiner Hautfarbe passt. So wie der hier. Den finde ich überhaupt nicht schön. Den habe ich gestern gepostet. Geht schon ab. Ich wusste, dass das schon abgeht. Ich habe mich schon gefreut, denn heute lackiere ich wieder meine Nägel dann. Den, ich kann das nicht sehen. Das sieht aus wie Wurst. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass das runterfällt, ne? Ich nicht, dummerweise. Das hast du übrigens ganz, ganz toll eingepackt. Ich hoffe, auch bei mir kommt alles heile an. Ich habe versucht, ja, ich habe nicht mein Bestes gegeben, aber ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Von Jill, Jill Sander, Jill ist dabei. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Kann das sein? Riecht auf jeden Fall sehr, sehr herb. Kann man das herb sagen? Also sehr intensiv. So sieht es aus. Total süß. Ich liebe Parfüm, also ich, ja, bin ein kleiner Schanki, was Parfüm angeht. Sind das Glitzer? Ja, geilo. Da freue ich mich mega drauf. Das sind, einmal ist das so Loose Pigments bei Pigmenten. Ja, ihr wisst ja, ich habe so Tütchen, der ist echt schön. Den werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Jetzt nicht, weil dann fällt es mir raus. Dann sind hier noch so Stern und so grobes Gold. Ganz, ganz toll. Die werde ich beide, also alle drei behalten erstmal. Beim Pigment bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den behalte oder nicht. Aber ich will auch nicht alles behalten. Mensch. Manhattan Lip Art. Okay. Geil. Also wenn das meine Tochter sieht, will sie das bestimmt haben. Ich würde das gerne testen. Ihr dürft auch gerne live dabei sein und dann bekommt es meine Tochter, weil ich bin mir sicher, dass ich nicht dazu greifen werde. Das ist super schick. Also wenn es wirklich funktioniert, dann so richtig. Ja, meine Tochter ist 10 Jahre alt, ja. Fängt sich jetzt demnächst an zu schminken oder schminkt sich ja schon daheim. Also es ist von Claire's und ist so eine tolle Glitzerpalette. Und ihr seht schon, das naht an dem Einhorn. Aber austesten werde ich es mal mit euch. Vielleicht ist es ja was. Der geht sofort weiter. Den habe ich schon gehabt. Den mag ich nicht. Also ich mag nicht mehr so viele. Ich habe eine ganze Schublade voll. Punkt. Da weiß ich noch nicht, was es genau ist. Ich mache es trotzdem mal auf. Okay. Ich glaube, ich brauche das nicht. Ich brauche keinen Topcoat. Lip Art. Coole Sache, wenn man wirklich so
Ich habe so viele. Ich habe wirklich viele Lippenprodukte. Ich möchte mich eigentlich auf zwei Container beschränken. Nicht schenken, aber beschränken. Aber ja. Oftmals ist es so nicht. Oh. Oh, ist noch zu. Das Rouge. Ich liebe es. Es geht weiter. Ich habe das. Und ich möchte kein Backup. Obwohl es schön ist. Aber ich habe genug Rouge. Hoffentlich versteht ihr das. Ich zeige euch das mal. Ich bin nämlich neulich meiner Schminksammlung so am Reduzieren gewesen. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist jetzt meine Blush-Schublade. Hier ist ein bisschen Platz. Da ist ein bisschen Platz. Also ich möchte das auch platztechnisch lassen. Das ist das wundervolle Rouge. Das habe ich noch. Das habe ich noch nicht aussortiert. Das habe ich ein paar Mal sehr, sehr gerne getragen. Wenn ich es getragen habe, dann wirklich gerne. So sieht es aus. Da darf sich jemand anderes drüber freuen. Ich liebe das und ich habe das gerne in meiner Sammlung. Also mir reicht das eigentlich auch an Rouge, ne? Vielleicht kann ich sogar was aussortieren, dann hat auch was anderes Platz. Aber wenn das alles voller Rouge ist, dann reicht das vollkommen. Also es muss nicht immer voll sein. Geil, da freue ich mich. Die wird auf jeden Fall getestet, denn die wollte ich mir tatsächlich. Ich hatte Screenshots gemacht. Ich habe auf mein Handy unzählige Screenshots. Drogerie, das, was die Leute empfehlen, screenshot ich und dann denke ich mir, oh, brauchst du das oder brauchst du es nicht? Und ein, zwei Monate später lösche ich dann die Sachen. Aber die stand ganz, ganz oben. Die ist von Revival de Loupe Young Strobing Palette. Die hat mich sehr, sehr interessiert, weil da sehr, sehr schöne Farben drin sind. Ja, so sieht es aus. Wunderschön. Ich werde sie testen. Also da kann ich nicht Nein sagen. Wirklich nicht. Und ich würde mir am liebsten so einen Bonbon im Mund spicken. Oh, von Colourpop ist hier was drin. Und zwar der Bill. Oder die Bill. Je nachdem. Es ist so ein schöner, ja, Mauve-lila Ton. Ja, habt ihr schon mal mit matten Creme-Lidschatten gearbeitet? Also das sind ja eigentlich rein theoretisch Creme-Lidschatten. Sieht sehr interessant aus. Werde ich auf jeden Fall testen, wenn es nichts ist. Ihr wisst Bescheid, ne? Dann ist dabei einmal Creme-Dusche Bremen Edition und einmal Milch und Honig. Die geht wahrscheinlich weiter. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht die mal weiter. Ich habe nicht vor, immer Trash-Pakete zu machen. Wobei lieber Trash, ne? Als neu kaufen. Aber ja. Dann super interessant. Hier gibt es ein Aloe Vera Shampoo von Balea. Teste ich super gerne. Shampoo. Ich habe immer das Problem, Spülung hält bei mir doppelt so lange, wenn nicht dreimal so lange wie Shampoo. Oh, Lip and Eyes Make-up Remover von Revival de Loupe Young. Werde ich super gerne testen. Nur leider nicht, Schatz. Wenn du möchtest, kannst du ein Bonbon haben, aber das schmeckt dir wahrscheinlich nicht so. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob dir das schmeckt hier. Das? Nein, das. Das? Dann nimm das. Das ist nicht zum Essen, Schatz. Das ist nicht zum Essen. Das da möchtest du? Na komm. Mehr, bitte. Warte mal. Ja, dann lass mich fertig machen hier. Dann war dabei ein Pröbchen. Jetzt habe ich überall Schokolade an meinen Fingern. Ein Pröbchen dabei. Kann man immer leer machen. Dann ist hier ein Under Eye Pads drin. Wahrscheinlich so polnisch oder sowas. Oder aus einem anderen Land. Steht auf jeden Fall nicht so Englisch drauf, sondern Augenmaske. Ja, keine Ahnung, woher das ist. Werde ich auf jeden Fall testen. Augenmasken habe ich fast nicht. Und eine Orange Juicy Mask. Das Coole finde ich, dass man es wieder zuknippen kann. Das kann man bei den teuren nicht. Also Isana war da ein bisschen klüger. Dann ist da drin IQ Cosmetics Matte Sensation Mousse Make-up. Huch! Da gibt mir der Deckel auf. Sehr interessant.
Ja, Mousse Make-up ist sehr interessant. Das kann ich wahrscheinlich zum Bronzen nehmen. Meine Mutter liebt so Mousse Make-up, aber meine Mutter hat sehr trockene Haut. Sie cremt sie auch nie ein. Ich habe meine Mutter noch nie Gesicht eincremen sehen. Und Natural, ja, ich würde sagen, das geht schon eher in die Dark-Richtung. Ich kenne IQ gar nicht. Oder kenne ich das? Ich denke nicht. Aber ich werde es mal ausprobieren. Ja, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht mache ich ein Full-Face wie nennt sich das? Full-Face auf Geschichten hier. Dann, okay, alles klar. Ich habe hier ein Bakit Metallic Highlighter. Ich glaube, den habe ich ausgemischt. Der ist einfach, also vielleicht nicht diese Farbe. Die Farbe ist cool. Das hat nicht jeder, dieses Gold, Kupfer. Ich werde es mal gucken, ob ich das noch in meiner Sammlung habe. Daran erinnere ich mich nicht. Nee, ich habe den hier. Ich habe die 02. Die 03 habe ich ausgemistet. Den 02 hatte ich zweimal. Und die 01 habe ich noch gar nicht gehabt. Also, das ist von der lieben Jana. Und das ist von mir. Schaut mal den Farbunterschied, gell? Ja, einen habe ich behalten. Ich finde die echt hammerpigmentiert. Also, was will man mehr? Gell? Also, Bombe. Ja. Auch da muss es nicht die Full-Schublade überquellen. Eigentlich nirgendwo. Am liebsten würde ich nur diesen Container haben. Bisschen Platz noch drin, ne? Weil Schubladen, ja, die Schubladen werden immer voller und voller. Da ändert sich nichts. Oh, oh Scheiße, oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, schnell reinpressen. Ist ein bisschen kaputt gegangen. Die schönste Farbe, wie ich finde gerade. Um euch das zu zeigen, ist ein bisschen rausgebrochen, auch die dann unten drunter. Die sind nur so auf, wisst ihr wahrscheinlich vom Sturz oder so, aber Hammer. Oh, der Farbton gefällt mir am allermeisten. Das hat so einen lila Stich. Vielleicht sogar ein Dupe, so hat die. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Hat aber unzählige Glitzerpartikel. Ja, ich werde auf jeden Fall diese Palette mal testen. Magst du? Ich werde es auf jeden Fall testen und gucken, ob sie was für mich ist. Ich bin hier unglaublich schmutzig. Danke für die ganzen Taschentücher. Und dann ist von Kiko noch eine dabei. Ich kann dann auch ein paar weitere reinklicken und euch weiterschicken. Ich werde sie nicht benutzen. Ich mag sie irgendwie nicht so. Ich weiß es nicht. Ich finde Kiko zwar okay, hat aber nicht so die. Ja, okay, doch. Die dunklen schon, gell? Aber irgendwer hat mich Kiko mit diesen Tönen nie so angesprochen. Nur in dieser neueren Variante. Das sind die Töne. Also die geht auch weiter. Die geht auch weiter. Habe ich einen tollen Durchschnitt gemacht, würde ich sagen. Wirklich. Also ich kann euch ja im Schnelldurchlauf mal zeigen, was alles rausfliegt. Also das werde ich mal fragen. Oder meine Freundin mal morgen mitbringen, ob sie das möchte. Das ist, Milch und Honig ist nicht so faszinierend, aber wir würden es trotzdem leer machen, ne? Ja, dieser tolle Blush geht, weil ich den schon habe. Ja, das ist nicht. Dann haben wir das hier, das werde ich auch aussortieren. Das werde ich jetzt auch aussortieren, weil ich es einfach nicht, ja, weil ich es einfach nicht nutzen werde. Ich habe unzählige Drops, die ich auch nicht nutze. Dann Manhattan Lip Art. Sieht interessant aus, aber gelb und Raucherzähne, schwierig. Bei denen hier, da freut sich bestimmt jemand anderes drüber. Ich bin nicht diejenige, die gerne also ich habe Liquid Lipstick von BH Cosmetics, ist in Ordnung. Ich trage die so selten, weil ich einfach Lippenprodukte immer vergesse. Hier, das sind auch welche. Sieht super schick aus irgendwie. Also ich weiß es nicht. Sieht sehr interessant aus und wäre bestimmt was, auch für den Sommer und so. Habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein, aber ich habe jetzt eine Farbe aufgehoben. Die hier und der Rest darf gehen. Genauso gehen darf dieses Color Boost. Also ich finde, es ist ein guter Durchschnitt. Und das hier darf noch gehen. Also das ist die Kiste, womit es gehen darf. Der Rest vom Fest, den werde ich austesten. Wenn der natürlich nichts von mir ist,
landet dann natürlich im Trash wieder oder halt eben zum, ja, einfach Gesamtpakete verkaufen, weil ich habe so viel Kram. Ich habe noch eine ganze Kiste. Also das ist der Nagellack, den ich verkaufen möchte oder trashen oder sonst was. Das sind Lippenprodukte und ihr seht, es ist eine ganze schwarze kleine Tüte. Und dann habe ich unzählige Sachen. Oh mein Gott. Es ist toll, dass ein paar Sachen dabei sind, die ich gerne austesten kann. Ja, oder was ich gerne testen wollte, war ja die hier. Da freue ich mich unheimlich drüber, dass ich das austesten darf und nicht, ja. Aber sonst an sich sind es tolle Produkte. Es reicht. Es reicht, wenn das aus zwei Trächten sind. Bitte, wir wissen alle, wie viel wir haben. Ja. Also ich bin zufrieden. Vielen, vielen Dank, liebe Jana. Da war noch eine Sonnenmilch, sehe ich gerade. Die ist mir gerade runtergepurzelt. Ja, die war ganz oben drin. Das habe ich schon gesehen. Da habe ich schon reingespiegelt. Sehr gespannt. Avene kriegt man in der Apotheke. Vielen Dank für den ganzen Süßkram. Das wurde schon vernichtet. Ja, ich hätte es gerne selbst probiert. Aber gut. Vernichtungsmaschine Nikolai war vor mir dran. Der hat das schon gleich entdeckt. Wie gesagt, also ich bin jetzt nicht unglücklich. Ich bin glücklich, dass mir ein paar Teile gefallen. Und wirklich glücklich, das auszutesten. Wenn es wieder nichts ist, dann darf es weiter wandern. Unheimlich glücklich bin ich zum Beispiel drüber. Ich mache das mal kurz, ne? Unheimlich glücklich bin ich zum Beispiel, dass ich diese Augenmaske testen darf. Dann bin ich sehr, sehr glücklich über den hier. Ich glaube, den mag ich sehr, sehr gerne im Sommer, wenn der nicht zu gold ist. Also wenn da ja nicht zu so neon ist, wie er da drin ist. Sieht sehr, sehr schick aus. Also hat richtig schöne Farbe. Was seht ihr, was ich meine? So orange. Orange. Sehr gespannt bin ich auf das und auf das Glitzer und da bin ich auch vollkommen zufrieden und das ist mein Highlight des Pakets. Ich hoffe, du wirst glücklich mit deinen Sachen und auch das Shampoo. Da freue ich mich unheimlich. Wir brauchen unbedingt Shampoo. Wir haben, aber ich dachte, ja, wieso nicht? Ich mache mal den Riechertest. Das stelle ich mir frisch vor. Und irgendwie, meine Haare fetten alle zwei Tage nach. Die kann ich Trockenshampoo reinhauen, wie ich möchte. Ich habe irgendwie nachts nicht den erholsamsten Schlaf. Ja, riecht sehr, sehr fein. Kommt gleich in die Dusche. Meine Tochter wird bestimmt sich freuen. Himbeere und... Ja, sie liebt so frische Düfte. Ich bin eher so die cremige Typ. Und wir werden genießen. Ich mache eine große Kanne. Und auch super cool finde ich, dass ich den Make-up-Entferner testen kann. Ich bin mehr über Pflege dankbar, sage ich mal, weil ich das einfach schneller verbrauchen kann als dekorative Kosmetik. Und super süß ist auch das Jill Sander Chill. Das kommt gleich in mein Nagellackregal. Im Moment bin ich so ein bisschen am Pröbchen aufbrauchen, aber das kommt erst am Schluss. Mal gucken, wann das dran kommt. Und interessant finde ich auch diese Super Shadow oder Super Shock Shadow Matt. Weil ich noch keinen Matten habe. Ich habe bisher immer nur schimmernde. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, damit irgendwas zu kreieren. Um ehrlich zu sein, mit dem Pinsel noch. Keine Ahnung. Super gespannt bin ich drauf. Ciao. Ich hoffe, du bist auch glücklich mit deinem Paket. Und ich hoffe, du kannst mit vielen Sachen was anfangen. Oder auch mit ein paar Teilen, so wie ich. Ich bin sehr, sehr glücklich drüber, dass es eben nur ein paar sind. Und ja. Ciao!